Genau, ja, auch hallo in die Runde. Michael, danke für die Einleitung. Wir freuen uns sehr, hier zu sein. Genau, kurz zu meiner Person, bevor wir ins Thema einsteigen. Ich heiße Rijke Sickinger-Nagorny. Ja, bin seit 2 Jahren bei der Sparda Bank München im Bereich Unternehmenskommunikation tätig. Ich betreue vor allem so unsere Spenden- und Sponsoring-Projekte, habe die Ehre, mit vielen tollen NachhaltigkeitsakteurInnen im Raum München Veranstaltungen zu organisieren. Wie jüngst eben mit der GWÖ haben wir eine tolle Veranstaltung im Rahmen vom Klimaherbst veranstaltet. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Genau, oder eben hier den Gemeinwohlführerschein euch präsentieren. Genau, kurz zu meiner Person. Ja, ich bin schon lange so im Nachhaltigkeitsbereich unterwegs, vor allem auch ehrenamtlich. Ich war bei München muss handeln, wer das kennt. Es war so ein Klimaschutzbündnis in München, sehr aktiv. Dann unter anderem auch bei der Münchner Initiative Nachhaltigkeit, wo ich dann den Markus Hölzl gut habe kennenlernen dürfen. Im München Ernährungsrat war ich aktiv, der sich für die ökologische Ernährungswende einsetzt. Und genau, und auch beruflich bin ich jetzt seit Jahren, habe ich mich dazu entschieden, nach vielen Jahren in der Werbebranche ja, einen nachhaltigeren Weg einzuschlagen. Und die Stationen waren unter anderem utopia.de, so eine deutschsprachige Nachhaltigkeitsplattform im Online-Marketing. Dann habe ich 3 Jahre für das Kartoffelkombinat die Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Das ist auch eine sehr bekannte Solawi. Vielleicht kennen es einige von euch. Und ja, jetzt bin ich hier bei der Sparda Bank und freue mich auch hier wieder ganz nachhaltige und GWÖ-nahe Themen auf der Agenda zu haben. Und ja, bin auch privat eben begeistert von dem Genossenschaftsmodell und weil die Sparda Bank eben auch eine Genossenschaft ist, wohne auch selbst in einer Genossenschaftswohnung. Also das passt irgendwie ganz gut zusammen. Genau, und damit übergebe ich an die Bianca für die Vorstellung. Genau, also ich bin die Bianca Krumpholz. Ich bin noch gar nicht so lange in der Sparda Bank tätig, erst seit März diesen Jahres. Und ich bin als Referentin Nachhaltigkeit und Unternehmenskommunikation eingestellt. Ja, ich bin schon von Anfang an im genossenschaftlichen Umfeld tätig, war viel bei Raiffeisenbanken und Volksbanken angestellt. Bin gelernte Bankerfrau und Personalfachkauffrau, habe mich noch zum diplomierten systemischen Coach weitergebildet. Und ja, bin sehr menschenorientiert. Das ist auch was, warum es mich begeistert, in der Sparda Bank München zu arbeiten, weil hier werden die ethischen Werte noch gespielt und man ist sehr nah am Menschen und es macht einfach Spaß, in dieser Gemeinschaft wirken zu dürfen. Warum jetzt plötzlich die Sparda Bank und keine Raiffeisen und Volksbanken mehr? Ja, da hat mich tatsächlich inspiriert beim Aufbau einer nachhaltigeren und auch sozial gerechteren Wirtschaft mitwirken zu dürfen. Ich bin hauptsächlich eben für die Nachhaltigkeit eingestellt. Wirke mit beim deutschen Nachhaltigkeitsbericht, bei der CO2-Bilanzerstellung und unter anderem eben auch bei der Gemeinwohlbilanz. Wir haben hier auf dieser Folie auch noch unsere Stärken aufgeführt. Wie ihr seht, ja, das Interessante ist auch, dass sich die Sparda Bank eben mehr auf die Stärken der Mitarbeitenden als auf die Schwächen konzentriert. Wir haben da eine Talentschmiede und wenn man bei der Sparda Bank zum Arbeiten beginnt, da werden erstmal die Talente, die in einem stecken, anhand eines Tools ermittelt. Und ja, und da wird dann weiterhin immer weitere Workshops durchgeführt und diese Talente auch teamorientiert weiterentwickelt. Genau. Ja, dann gehen wir weiter. Genau, dann starten wir, würde ich sagen, ins Thema. Wir haben uns ja heute hier versammelt online, um euch den Gemeinwohlführerschein vorzustellen. Ihr seid ja alles, ihr kommt ja alle aus gemeinwohlorientierten Unternehmen, so wie wir auch. Und vielleicht hat sich der ein oder andere schon mal überlegt, ja, wie kann man eigentlich diese Ökonomie auch den Mitarbeitenden näher bringen, weil manchmal ist es ja gar nicht so einfach, gerade in größeren Unternehmen. Dann ist es vielleicht eben die Konzernspitze oder der Vorstand, der entscheidet, wir gehen jetzt diesen Weg, aber die Mitarbeitenden dann oft vielleicht gar nicht wirklich nachvollziehen können, warum ist es jetzt wichtig oder worum geht es eigentlich bei der Gemeinwohlökonomie, weil viele von euch haben vielleicht dieselbe Erfahrung gemacht wie ich. Als ich angefangen habe, mich vor vielen Jahren mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen, dann wurde mein Leben nicht unbedingt einfacher, sondern eher komplizierter und komplexer.
gerade wenn man sich eben mit den verschiedensten Facetten von Klimaschutz, Nachhaltigkeitsbestrebungen und so weiter auseinandersetzt. Und da wollten wir in Klarheit schaffen, vor allem in der internen Kommunikation, und haben daraufhin eben den sogenannten Gemeinwohlführerschein entwickelt. Also ein Schulungstool für alle Mitarbeitenden bei uns im Haus, um ihnen einfach die Gemeinwohlökonomie näher zu bringen. Warum? Nicht nur, damit die Kunden, die Mitarbeitenden wissen, worum geht es eigentlich, und natürlich auch bei der Stange bleiben und motiviert sind, sondern auch, um das Potenzial zu nutzen, was darin steckt. Mitarbeitende sind ja nicht nur Mitarbeitende, sondern die sind ja auch MultiplikatorInnen, die sind BotschafterInnen, genauso wie sie eine Marke nach außen irgendwie kommunizieren können, können sie das ja auch mit sowas wie der Gemeinwohl, Ausrichtung, die wir hier haben. Und da, genau, das ist eben mit eine ganz große Motivation bei der Erstellung des Gemeinwohlführerscheins gewesen, dass die Mitarbeitenden das auch nach außen kommunizieren, dass sie mit ihren Familien darüber sprechen, dass sie sagen, ach, voll cool, wir sind ein Gemeinwohlunternehmen und da geht es um dies oder jenes oder die Gemeinwohlökonomie funktioniert so oder so. So, Entschuldigung. Und ich bemerke das selber viel im privaten Bereich, wenn ich mit den Menschen über Gemeinwohlökonomie spreche, dass Und eben ganz Englisch. noch nicht genau wissen, worum es geht oder was es genau ist. Es ist einfach ein Thema, was sich nicht sofort erschließt, auch vom Namen her. Und von daher, da wollten wir eben Abhilfe schaffen. Und jetzt steigen wir vielleicht mal ein. Genau, die Vorstellung habt ihr gerade gesehen. Jetzt stellen wir erst noch mal kurz uns als Sparda Bank München vor mit ein paar Fakten rund um unser Haus. Genau. Und dann natürlich zeigen wir euch ein bisschen näher, wie wir diesen Gemeinwohlführerschein aufgebaut haben und wie wir den auch in diesem Tool eben umsetzen und auch welche Kriterien das in der Gemeinwohlmatrix anspricht, also diese Entwicklung des Führerscheins. Und natürlich seht ihr noch ein paar Beispiele aus unserem Schulungstool. Genau, und damit übergebe ich dann an dich, Bianca, oder du stellst jetzt ein bisschen noch Zahlen und Fakten zur Sparda Bank München vor. Genau, also die Sparda Bank München ist tatsächlich schon seit 2010 mit dem Engagement für Gemeinwohl beschäftigt. Wir sind eine Genossenschaftsbank, das heißt, wir sind nicht gewinnorientiert, sondern bei uns stehen die Mitglieder und die Förderung der Mitglieder im Fokus. Wir haben aktuell 275.000, also gute 275.000 Mitglieder und 763 Mitarbeitende und davon inklusive 25 Auszubildende. Ja, das andere sind jetzt eher trockene Fakten: 280.000 Girokonten, 8,4 Milliarden Euro Kundeneinlagen. Was noch interessant ist, wir sind knapp bei 10 Milliarden Euro Bilanzsumme, was uns eben auch im Zusammenhang mit den Mitarbeitenden berichtspflichtig macht. Wie vorhin schon erwähnt, sind wir berichtspflichtig im Sinne des deutschen Nachhaltigkeitskodexes. Wir sind in Oberbayern verstreut, haben insgesamt 33 Filialen bis nach Ingolstadt, München, nicht Regensburg, Rosenheim, genau. Ja, also weit verbreitet in Bayern, genau. Genau, und damit kommen wir auch schon zum Konzept unseres Gemeinwohlführerscheins. Wie ich es gerade schon eingangs erwähnt habe, es ist ein Schulungstool für alle Mitarbeitenden der Sparda Bank, und wir haben uns letztes Jahr auch entschlossen, das verpflichtend zu machen. Das heißt, alle Mitarbeitenden müssen diesen Führerschein absolvieren. Andere von euch, die vielleicht in so auch regulatorischeren Unternehmen arbeiten, wissen, dass man ja sowieso verschiedenste Themen auch den Mitarbeitenden immer mal wieder als Pflichtlektüre irgendwie an die Hand geben muss. Und so konnten wir das natürlich super auch mit dem Gemeinwohlführerschein einführen, dass wir gesagt haben, das müssen die absolvieren, wenn die alle Neuen, die beginnen, die müssen sich damit auseinandersetzen. Und wie schon gesagt, es geht da um eine Nachvollziehbarkeit, es geht um Verständnis auch für diese Entscheidung, diesen Weg zu gehen. Wenn ich so ein Beispiel aus der Praxis sagen kann, immer wenn man eben nicht so genau weiß, worum es geht, und vielleicht kennt der ein oder andere das auch aus Nachhaltigkeitsdiskussionen, das heißt ja immer, das ist was, was teuer ist oder das muss man sich leisten können. So ist es natürlich auch bei uns im Haus, dass
manche das eben dann doch eher so als Firlefanz abtun. Und es geht ja hier um die Betriebswirtschaftlichkeit und man muss ja erstmal das Geld verdienen und dann kann man sich irgendwie um grüne Themen kümmern. Und wir wollen natürlich da auch zeigen, dass es sich nicht ausschließt, dass Wirtschaft und Nachhaltigkeit sich eben nicht ausschließt, sondern auch gegenseitig befruchten kann und da eben neue Wege auch aufzeigen kann. Also, dass man da auch visionär vorangeht. Wir haben dazu eben auch letztes Jahr erst unser Logo geändert, weil wir nämlich die erste Bank in Deutschland sind, die sich gemeinwohlbilanziert hat. Das heißt, wir haben eben den Zusatz in unserem Claim Deutschlands erste Gemeinwohlbank. Genau. Ja, was natürlich noch wichtig ist, um die Mitarbeitenden auszurüsten, auch mit diesem GWÖ-Wissen, ist natürlich gegenüber den Kunden und Kundinnen. Wir haben, wie gesagt, 33 Filialen. Wir haben viele Menschen, die täglich mit Kunden in Kontakt sind und Kundinnen. Und da ist es ganz wichtig, denen auch die Kompetenz zu vermitteln, dass sie einfach wissen, worum geht es da, wenn jemand nachfragt. Und wir natürlich auch in der Außenkommunikation ganz oft über diese Themen berichten. Und wenn da Rückfragen kommen, dann sollen unsere Mitarbeitenden natürlich auch Bescheid wissen, dass sie da antworten können. Genau, das Ganze ist findet auf einem Schulungsportal namens What's Learned statt, also wo unsere Mitarbeitenden eben diese Schulung absolvieren können. Diese ganze Vorstellung, die wir jetzt machen, das ist ja eine Art Impuls für euch, um einfach nur zu sehen, so, ah, wir haben das entwickelt, vielleicht wäre das auch was für euer Unternehmen oder für eure Organisation. Ob man das dann irgendwie als PDF an die Hand gibt oder als digitales Schulungstool, das ist natürlich, also da sind ja die Möglichkeiten mannigfaltig, da gibt es ja keine Grenzen, in welcher Form man das dann vermittelt. Wir haben uns eben für dieses interne Schulungsportal What's Learn entschieden, weil wir da auch schon andere Schulungen anbieten auf diesem Portal. Genau, wie gesagt, diese Schulungsinhalte wurden entwickelt von meiner ehemaligen Kollegin Julia Drehfall, die leider nicht mehr bei uns arbeitet, und mir. Und ja, die Mitarbeitenden haben 2 Monate Zeit, diese Schulung zu absolvieren. Die ist jetzt auch gar nicht so umfangreich. Es ist 3 Kapitel. Ich zeige jetzt dann gleich, wie sich dieser Gemeinwohlführerschein, wie sich diese Schulung aufbaut. Und das Schöne ist, nach Bestehen der Schulung gibt es natürlich ein Zertifikat, was man sich dann auch downloaden kann, dass man das als PDF dann auch nachweisen kann, dass man diese Schulung absolviert hat. So, jetzt gehen wir mal weiter. Genau, Bianca, da übergebe ich wieder an dich. Genau, jetzt kommen wir zur GWÖ-Matrix, weil wir uns natürlich auch überlegt haben, auf welche Kriterien der GWÖ-Matrix dieser Gemeinwohlführerschein einzahlt. Tja, tatsächlich auf C1, die Menschenwürde am Arbeitsplatz, weil wir einfach sagen, grundsätzlich, wir haben eine respektvolle und offene Kommunikation bei uns im Haus. Und mit dem Gemeinwohlführerschein fördern wir die berufliche und auch die persönliche Weiterentwicklung unserer Mitarbeitenden. Dann, wie die Reike gerade schon erwähnt hat, zahlt es natürlich auch auf den Punkt C3, ökologische Nachhaltigkeit, ein. Wir geben den Mitarbeitenden einfach so ein Basiswissen, was Nachhaltigkeit anbelangt, an die Hand. Und sie haben dann auch die Möglichkeit, dass sie sich in Projekte einbringen, die bei uns im Haus im Zuge der Nachhaltigkeit durchgeführt werden. Ja, und dann zahlt es auch auf das Kriterium C4, innerbetriebliche Mitentscheidung und Transparenz ein. Es erzeugt einfach ein Gefühl von Mitverantwortung. Und es deckt quasi der Gemeinwohlführerschein deckt die wesentlichen Themen ab, die uns in der Sparda-Bank im Sinne des Gemeinwohls beschäftigen. Also die kriegen da echt mit diesen Absolvieren des Gemeinwohlführerscheins ein gutes Handwerkszeug an die Hand, um dann sicher mit dem Thema umzugehen, sowohl im Kundenkontakt und wie es die Reike auch vorher schon gesagt hat, im privaten Umfeld, weil es kommt ja doch ganz oft zur Sprache, dass man gefragt wird, hey, du arbeitest in der Sparda-Bank, was macht ihr eigentlich im Sinne des Gemeinwohls oder was bedeutet das? Und die sind dann nicht mehr unsicher, sondern haben dann einfach ein Basiswissen, um dann auch gut in die Kommunikation zu gehen. Genau, ich sehe schon im Chat, da tauchen auch schon die ersten Fragen auf, aber ich würde sagen, das machen wir dann am Ende. Ja, also GWÖ-Führerschein in der Praxis, also wir nennen es im Haus bei uns auch GWÖ-Führerschein, um eben das Wissen rund um Nachhaltigkeit, Gemeinwohlökonomie und auch die Sparda Bank München als Gemeinwohlbank zu vermitteln. Und da sprechen wir auch schon die 3 Kapitel an, die wir, ja, in die wir den Gemeinwohlführerschein in die
diese Schulung aufgeteilt haben. Und zwar geht es einmal um das Thema Nachhaltigkeit. Das ist das Kapitel 1. Das Kapitel 2 widmet sich der Gemeinwohlökonomie und das Kapitel 3 dann eben um uns als Gemeinwohlbank, unseren individuellen Weg der in der Gemeinwohlökonomie. Und jedes dieser drei Kapitel endet mit einem Quiz, wo die TeilnehmerInnen dann Fragen beantworten. Und da geht es darum, ich glaube, 80% der Fragen müssen sie richtig beantworten. Es sind 4 bis 5 Fragen, die gestellt werden mit, das ist quasi einfach die richtige Auswahl, Antwort muss ausgewählt werden aus mehreren Lösungsvorschlägen auf eine Frage hin. Und genau. Und bei dem Thema Nachhaltigkeit, da fängt es dann tatsächlich an. Also da geben wir erstmal die Grundbegriffe an die Hand. Woher kommt der Begriff Nachhaltigkeit? Wie hat sich das entwickelt in den letzten 200 Jahren? Wie sieht es mit der Entwicklung der Nachhaltigkeit aus? Also da werden dann wichtige Begriffe fallen, da wichtige Stationen auch in den letzten Jahrzehnten, die verschiedensten Klimagipfel, die stattgefunden haben, bestimmte Abkommen, die geschlossen wurden, der Brundtlandbericht, wann der erschienen ist und um was es da geht, mit Grenzen des Wachstums. Also da haben wir ganz viele, ja, so grundlegende Begriffe, weil wir uns gedacht haben, es ist sicherlich nicht verkehrt, da nochmal die Basics zu vermitteln, weil man nicht davon ausgehen kann, dass sich jeder A, die Muße hat oder auch die Zeit oder die Leidenschaft, sich mit diesem Thema, was wie eingangs schon gesagt, doch eher ein bisschen komplex ist, auseinanderzusetzen. Ja, es dient also auch, um die Mitarbeitenden abzuholen letztlich, ja? Genau, ja. Genau. Worum es geht und warum eben Nachhaltigkeit auch seine Berechtigung hat und was das Ziel ist. Und im zweiten Kapitel der Gemeinwohlökonomie, da widmen wir uns der Bewegung an sich, woher die kommen, wann sie sich gegründet hat, wie viele Unternehmen damit dabei sind, wie sich das aufbaut mit der Matrix, was es da eben zu beachten gilt, was die Verpflichtungen sind, wenn man eben ein gemeinwohlbilanziertes Unternehmen ist, mit Berichterstellung, Bilanzierung, Audit und so weiter. Also da gehen wir so ein bisschen in diese Rechte und Pflichten, die damit eine Rolle spielen. Und natürlich auch unsere Verantwortung als gemeinwohlbilanziertes Unternehmen, dass wir sagen, wir möchten, also wir sehen das auch als Aufgabe an, da auch aufzuklären, also auch in der Außenkommunikation, dass wir nicht nur sagen, das ist jetzt unser Image und wir sind gemeinwohlbilanziert und das können wir uns als Label irgendwo hinpacken, sondern wir möchten natürlich auch aufklären und das, also da unseren Beitrag leisten zur Bildung von nachhaltiger Entwicklung. Und im dritten Kapitel, da schauen wir jetzt auch kurz noch rein, da geht es eben um uns, den individuellen Weg der Sparda Bank. Wir hatten einen ganz tollen Vorstandsvorsitzenden, der ist leider in diesem Jahr aus gesundheitlichen Gründen dann sozusagen schon ausgeschieden aus dem Unternehmen, also kurz vorm Rentenalter kann man sagen. Der hat viele, viele Jahre die Sparda Bank sehr stark geprägt und vor allem auf diesen Nachhaltigkeitsweg gebracht, der Helmut Lind. Also ihm haben wir zu verdanken, dass wir diesen Weg vor über 10 Jahren eingeschlagen sind, als erste deutsche Bank eben. Und er hat es wirklich geschafft, da gegen große Widerstände und gegen große Hindernisse mit Überzeugungskraft und mit einer visionären Ausrichtung zu sagen, das ist das Richtige, das machen wir und Nachhaltigkeit und Wirtschaft schließen sich nicht aus. So, dann gucken wir mal hinein in das Kapitel 2, dass ihr einfach mal eine Vorstellung bekommt, wie wir so diese Schulung eben gestalten. Also das ist jetzt das Kapitel 2, die Gemeinwohlökonomie. Das sind jetzt auch tatsächlich Screenshots aus diesem Schulungstool. Und hier seht ihr, also da geht es zum Beispiel los beim Workflow, die Idee der Gemeinwohlbewegung. Also da wird dann einfach erläutert in verschiedenen Bullets, um was geht es da, seit wann gibt es diese Bewegung, was sind die Grundlagen und was ist so der Kerngedanke der GWÖ-Bewegung. Und was kommen da so für Pflichten und Rechte mit dazu? Also das nur mal für euch, so als Impuls, wie man das darstellen kann. Also es ist jetzt gar keine Raketenwissenschaft, das ist sehr einfach gehandhabt. Dann geben wir natürlich auch so ein paar Buchtipps weiter. Wir verlinken auch verschiedenste Videos, Erklärvideos zur Gemeinwohlökonomie, Interviews, zum Beispiel mit Christian Felber oder auch unseren Podcast. Also die Sparda Bank München hat im Rahmen ihrer Gemeinwohlausrichtung letztes Jahr eine Podcast-Reihe produziert. Es sind 9 Folgen. Die erste Folge ist, glaube ich, auch mit Christian Felber, die zweite dann mit Helmut Lind. Also es lohnt sich reinzuhören.
Und der Podcast heißt Zeit zum Umdenken, also falls ihr Interesse habt. Also sowas geben wir natürlich auch noch an die Hand mit verschiedenen Verlinkungen. Dann seht ihr hier zum Beispiel die Inhalte der Gemeinwohlmatrix, also dass wir da eben nochmal den Mitarbeitenden aufzeigen, um was geht es hier, was sind da die Kernsäulen, was sind die Berührungsgruppen. Und dann wird es natürlich noch ein bisschen detaillierter aufgegliedert, was denn, also was diese Berührungsgruppen ausmacht und was die für eine Rolle spielen. Genau, und hier kommen wir zum Beispiel zu einem Beispiel von so einem Quiz. Also, ist ein bisschen verpixelt, es tut mir leid. Zum Beispiel, was ist das Ziel der Agenda 2030? Und dann hat man eben vier Antwortmöglichkeiten im Quiz am Ende des Kapitels. Zum Beispiel haben wir jetzt dann natürlich auch ein bisschen witzige Antwortmöglichkeiten uns überlegt, die dann falsch sind, wie zum Beispiel alle Grenzen abschaffen, sich die Hand reichen und glücklich und friedlich miteinander leben. Wobei so lustig ist es gar nicht. Ich finde es irgendwie eine ganz schöne utopische Vorstellung. Genau. Und dann müssen die Mitarbeitenden eben natürlich die richtige Antwort anklicken. Und wenn sie das tun, dann sieht das so aus. Genau. Also, was ist das Ziel der Agenda 2030? Weltweit allen ein menschenwürdiges Leben ermöglichen und natürliche Lebensgrundlagen dauerhaft bewahren. Und dann kriegen die eben auch den Hinweis, sehr gut, das ist die richtige Antwort, noch mit weiterführenden Hinweisen. Also einfach nochmal mit einer kleinen, ja, einem kleinen Deep Dive quasi ins Thema. So, hier haben wir noch zwei andere Lösungen von anderen Fragen. Also, was sind die fünf Berührungsgruppen der GWÖ? Welche Aussage zu GWÖ ist richtig? Also da sind ja auch der Kreativität keine Grenzen gesetzt, welche Fragen man da jetzt stellt und welche Antworten oder Antwortmöglichkeiten man gibt. Wir haben uns eben entschieden zu dieser Version, dass es verschiedene Antwortmöglichkeiten gibt. Man kann natürlich auch irgendwie Multiple Choice sich überlegen oder komplizierte Rechenaufgaben, aber wir haben diesen Weg gewählt und ich finde den ganz plakativ und vielleicht auch motivierend, gerade wenn man die richtigen Antworten gibt. Ja, und dann kommen wir auch schon zum Ende. Am Ende jedes, also der Gesamtschulung gibt es dann eben das Zertifikat. Das ist dann in digitaler Form. Und das ist auch nochmal, finde ich, so eine gute, also digital haptisch einfach so ein Abschluss der Schulung, dass man weiß, ach super, ich habe das bestanden, ich kann das mir irgendwie auch abspeichern und dass man da eben nicht so mit in Anführungsstrichen Lernhänden aus der Schulung rausgeht. Ja, im Großen und Ganzen war es das jetzt schon. Also dieser Impuls, der Einblick in dieses Schulungstool. Und damit sind wir auch schon auf unserer letzten Folie gelandet. Genau, jetzt haben wir auch gute 20 Minuten gequasselt. Wir könnten Und vielleicht noch ja. einfügen, dass wir natürlich auch gerade dabei sind, dieses Tool Ja. weiterzuentwickeln. So im ersten Schritt haben wir jetzt mal ein GWÖ-Quiz auf die Beine gestellt, ähnlich im Prinzip wie hier. Eine Frage, ein paar lockere, lustige Antworten, davon eine richtig. Das müssen wir jetzt nur noch eben streuen und weitergeben an unsere Mitarbeitenden. Aber das ist noch nicht das Ende. Also da kommt hoffentlich noch mehr und das sind wir jetzt immer fleißig im Brainstorming, wie es denn dann hier noch weitergehen kann. Genau, also Bianca und ich, wir haben ganz viele Ideen, wie man die GWÖ, die Thematik hier auch den Mitarbeitenden auch noch auf anderen Wegen als dem Gemeinwohlführerschein näher bringt. Und vielleicht auch Wege, die dann eben auch in Präsenz stattfinden, wo man miteinander im Austausch geht, wo man Diskussionsrunden vielleicht auch etabliert. Und das mit dem Quiz, genau, das wollen wir dann über unser Intranet quasi, was weiß ich, dann stellen wir da halt alle 2, 3 Wochen eine Frage oder so. Und dann ist das auch mal eine nette Abwechslung im Arbeitsalltag, wenn man da eine kleine Quizfrage beantwortet. Ja, also da, genau, also unser Ziel, ja, das jetzt hier heute vorzustellen, war einfach so diesen Impuls zu geben, wie kann man Mitarbeitende motivieren oder wie kann man eben generell das Thema weitergeben, dass es da verschiedenste Möglichkeiten gibt. Der GWÖ-Führerschein ist eine davon. Ich erinnere mich an einen schönen Austausch, das war mal im Rahmen vom Klimaherbst, an einer Impulsrunde. Da haben wir eben auch, und da ist mir das so klar geworden, da haben wir gesprochen, dass viele Menschen, die sich mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen, oder auf Veranstaltungen gehen, dass die, oder beziehungsweise die Menschen, die in Unternehmen arbeiten, oft nicht erreicht werden von Veranstaltungen, die sich mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen, weil die sind dann oft entweder untertags, wo diese Menschen arbeiten, oder abends, wo diese Menschen dann im besten Fall zu Hause sitzen bei ihrer Familie und müde sind von einem langen Arbeitstag. Und ich weiß noch, ich hatte dann einen interessanten Austausch, wo wir auch gesagt haben, deswegen ist es so wichtig, im Unternehmen selbst die Menschen zu erreichen. Das sind ja alles normale Menschen, wie du und ich.
Und da gilt es eben auch, sich dieser Verantwortung bewusst zu sein, was man da eigentlich kommunizieren kann oder was für Möglichkeiten man da hat, diese Themen auf den Weg zu bringen. Genau. Und damit, ja, können wir gerne in die Frage-Antwort-Runde starten.